Ja, hallo, mein Name ist Leccio. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark, geboren in der Steiermark in Vorarau, dann in Hartberg auch in der Steiermark in die Schule gegangen. 1987 im Herbst bin ich nach Wien gezogen und also richtig als Künstler kreativ in dem Haus habe ich so begonnen, ungefähr 1989, 90 hier zu arbeiten. Ursprünglich eben noch Zeichnungen und seit 2007. Im Herbst habe ich mit den Collagen begonnen. Wie bist du damals zur Kunst gekommen? Ja, über einen Lehrer. Bildnerische Erziehung war ein Fach und da muss man in der Schule natürlich auch zeichnen, malen und was das ist. Und der hat ein gewisses Talent in mir erkannt. Und also so mit 17 ungefähr habe ich mich dann entschieden. Damals habe ich mir gedacht, ich will Künstler werden, also bildender Künstler. Haben Fotos schon immer einen ganz besonderen Reiz auf dich gehabt? Ursprünglich gar noch nicht so. Ne? Das ist erst im Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt. Ne? Also das ist, dass ich eben interessiert habe, mich schon immer für alte Gegenstände, also Dinge aus früheren Zeiten und was kann man auch wertschätzen, was ist noch interessant. Und so bin ich dann eben in Wien zu einer gewissen Stelle gekommen, wo eben Verlassenschaften hinkommen und da kann man dann hingehen und Dinge selber kaufen und da habe ich dann zufällig mein erstes Fotoalbum entdeckt. Und ja, das war so 1990, 91 in der Zeit und war dann auch ein bisschen sogar erschüttert, dass wer sein Fotoalbum nicht der Familie weitergibt, warum ist das da kaufbar? Und aber es ist eben, es gibt so also Familienumstände, das weiß man, die Menschen geben das wahrscheinlich nicht freiwillig her, sondern da gibt es so Umstände und dann landen Fotos von Familien, die ich nicht kenne, auf so einem Markt und da kann man die halt kaufen. Ne? Und dann, und Anfang 90er Jahre habe ich noch einzelne Alben gekauft oder einzelne Fotos ausgewählt. Und dann, also ab 2007, wie ich dann verstärkt Collagen begonnen habe zu machen, habe ich auch verstärkt begonnen zu sammeln. Also da bin ich dann alle 2 Wochen zur Stelle hingegangen und habe wirklich viel zusammengetragen. Eigentlich habe ich schon so viel Material da in diesem Raum und vorne draußen ist auch noch was. Also dass ich wahrscheinlich schon mein restliches Leben irgendwie damit verbringen kann, diese Arbeiten kreativ einzusetzen. Aber ich kaufe nach wie vor neues Material dazu. Obwohl man merkt, die letzten Jahre, es wird schon schwerer, dass man die Fotos kaufen kann. Ne? Also es gibt Zeiten, da gehe ich hin, gibt es dann gar nichts. Aber dann gibt es ja wieder was. Ne? Gab es ein Lieblingsfoto, das du bis heute aufgehoben hast und nicht verwendet hast? Also es gibt viele Lieblingsfotos, es gibt viele schöne Fotos. Aber es ist ein spezielles, habe ich jetzt in Erinnerung, das ich noch nicht verwendet habe. Aber ich muss es einmal erst wieder finden. Also das ist jetzt schon irgendwo wieder. Was sind das für Fotos, die da hinten an der Wand verewigt wurden? Sind das besondere Fotos für dich? Ja, das sind dann schon, also die im Zentrum, das sind die speziellen Trinkerfotos. Da geht es eigentlich immer um Alkohol, okay. Sieht man eh. Ne? Also das sind die feucht-fröhlichen und
Und dann sind schon teilweise andere, also einfach die spezielleren Fotos, die mich halt irgendwie angesprochen haben. Sind da gar keine persönlichen Fotos dabei von dir? Sind das alles Menschen, die du im Grunde nicht kennst? Das sind alles Menschen, die ich nicht kenne, ja, genau. Also ist es wichtig, da auch einen gewissen Abstand zu haben für dich? Ja, schon. Also wir haben auch schon Freunde oder Bekannte, haben wir schon Fotos von der eigenen Familie angeboten. Das lehne ich aber eher ab. Ne? Dann fühle ich mich schon ein bisschen befangen. Oder die erwarten dann vielleicht, dass einige Verwandten oder sie selber dann vorkommen. Und das will ich nicht. Ne? Ich will nur mit Fotos arbeiten, wo ich die Personen nicht kenne. Halt nicht. Hey, was machst du da gerade? Schwere Frage. So. Ja. Das ist da gerade eine schwierige Kante. Es war jetzt am Rand, muss man ein bisschen aufpassen mehr, dass das so gescheit hält. Mhm. Nein, also ich bin gerade an meiner aktuellen Arbeit und ja, die wird praktisch dann immer dichter. Also wenn man sich das mal so anschaut, so. Schaut das Ding aus da im Moment. Und das, was weiß ist, das wird dann noch gefüllt mit den Fotoschnipseln. Und grundsätzlich arbeiten tue ich eben mit Falzbein. Dann habe ich zwei Stanley-Messer. Also eins fürs Fotoschneiden und eins fürs Schneiden dann auf dem Alublech. Dann brauche ich auch eine Pinzette, mit der ich gewisse Dinge rauspicke. Und aktuell nehme ich solche, also so ein Karton vorbereitete Fotos und nehme die Rückseite, wenn ich nicht weiß, was drauf ist, und drehe um und dann entscheide ich mir erst, was ich wegschneide. Und dann schneide ich da, sagen wir, das sind, bei der Arbeit sind es manchmal breiter, manchmal dünner. Das ist dann irgendwie variiert. Dann schneide ich zum Beispiel da mit meinem Stanley-Messer das da runter. So, jetzt ein bisschen zugeschnitten. So. Und so entsteht dann, habe ich jetzt so einen neuen Streifen, den anderen haue ich da rein und den, da tue ich das Doppelklebeband, das ich ja zuerst draufgeklebt habe, runter. So, und wenn das weg ist, wird das klebbar. Und dann suche ich mir da wieder eine Stelle. Sagen wir, das will ich ein bisschen schief haben, mache ich da einen kurzen. So, mache ich so einen Schnitt. So, nehme ich es. So. Ja, und das mache ich dann so lange, bis das Ganze voll ist. Bis wie passt. So. Lecho ist ja dein Künstlername. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also es war ursprünglich ein Spitzname, ein Nickname in der Schulzeit in Hartberg. Also ein Lehrer ist da die ganzen Schülerinnen und Schülernamen durchgegangen. Und ich heiße ja normal Johannes Lechner, also Lechner Johannes, L-E-J-O, Lecho, der Lechner-Jo oder Lecho, so ist das entstanden. Und das, die Mitschülerinnen und Mitschüler haben mich dann so genannt, dann bin ich halt der Lecho geworden. Und das ist dann später, wo ich mich zum Künstler entwickelt habe, dann auch der Künstlername geworden. Ne? So bin ich da, wo ich jetzt bin. Du hast nebenbei noch einen Brotjob, das hast du erwähnt. Ist das wichtig, die Abwechslung? Fühlt sich das gut an? Ist schon wichtig. Also ja. es diszipliniert mich. Ich muss früh auf und komme dann aber raus. Ich arbeite dann mit Kindern, die besondere Bedürfnisse haben und auch Erwachsene. Und ich liebe diesen Job auch. Also das ist, und ich bin dann in Wien und Wien-Umgebung unterwegs, habe schon einiges erlebt und bin dann am späten Vormittag fertig und dann komme ich zum Mittag nach Hause. Dann gibt es was zum Essen, dann schlafe ich nochmal, lege mich nochmal nieder und dann gehe ich da in meinen Arbeitsbereich. Und also nur zu Hause sein, also wenn ich jetzt Ganztagskünstler wäre, dann muss man ja außer mal Radl fahren oder irgendwie das anders irgendwie lösen. Wie geht es dir, wenn du ein paar Tage lang nicht kreativ sein kannst? Ja, dann geht man natürlich ein bisschen was ab, dass man dann schon mal weg ist, ganz Distanz zu dem Arbeitsbereich einmal aufbaut. Aber ich brauche das. Also wenn ich da nicht irgendwie was gemacht habe, jeden Tag meine Arbeit, dann bin ich unzufrieden. Also das ist da muss immer ein bisschen was weitergehen. Ne? Also das ist, ich lebe ja für die Kunst, das ist ja meins. Für das habe ich mich einmal entschieden und da muss man schon dranbleiben und konsequent was tun. Ne? Also, aber eben, ich muss jeden Tag mein gewisses Pensum erfüllen und dann bin ich glücklich.
Hast du da einen Geheimtipp oder ein Geheimrezept für uns, was man tun kann, wenn man zum Beispiel gerade mal steckt? Ja, Musik auf, klar, Musik hören und dann einfach hersetzen und dann muss man anfangen und dann kommt man schon rein. Also irgendwie, das ist einfach. Und eben der Arbeitsschritt, die Fotos überhaupt einmal klebbar machen, wenn man das raufklebt auf so ein Foto, das dauert ja auch lang und wenn man da dabei sitzt, dann fällt dann schon was ein mit der Zeit. Also das ist oft so, ich setze mal her, tue die vorbereiteten Fotos klebbar machen. Und das dauert ja manchmal mehrere Tage, bei dem hat es eben 2,5 Wochen gedauert, bei den Blumenfotos da. Und in der ganzen Zeit, da kommt man dann schon auf die Idee, dass man es so machen will. Ne? Also das ist einfach aus dem Tun heraus entsteht das. Schön. Wie fühlst du dich dann am Ende eines erfolgreichen Tages, wo du ein schönes Bild wie das jetzt zum Beispiel wieder weitergebracht hast? Einfach zufrieden dann, ja klar. Da bin ich dann schon glücklich. Habe ich meine Arbeit für den Tag abgeschlossen und vor allem kommt ja am nächsten Tag her und ich merke, dass wieder was weitergewachsen ist. Ne? Also, vergibst du Namen für deine Bilder? Ja, gebe ich schon. Die heißt In Freude. Perfekt. Aber die sind nicht noch betitelt, die hat schon einen Titel, es ist das Fragment. Okay. Also da sind eben. Wenn man solche Ränder, die weißen, runterschneidet, die sammle ich dann da und aus solchen weißen Rändern entstehen dann diese sogenannten weißen Arbeiten. Ne? Und das, was jetzt am Boden da unten ist, das ist eigentlich ja nur, wenn man, nun haue ich mir das da runter, das ist einfach von einem Doppelklebeband, wenn ich das runterziehe, so, das ist das da. Ah, okay. Das ist das Klebbare, ne? Ja, das bin ich sehr glücklich, dass das so entstanden ist. Und nachdem ich die Arbeit gehabt habe, dann habe ich erst die Arbeit gemacht. Also das Vertikale, Horizontale und dann eben, da gibt es sogar eine weiße Arbeit, die so ähnlich ist. Also wo das dann schon, eine Freundin hat eben gesagt, das ist für sie geflochten fast und das ist gesteckt. Ja. Danke, lieber Lecce, für die Einladung und für das schöne Interview. Bitte, gern.